meine lieben Leseratten und Hörbuchfreunde. Wir sind alle ausgelüftet, ausgekühlt, das Gehirn funktioniert wieder. Naja, das werden wir im Laufe des Videos sehen, ob das so funktioniert. Wir kommen jetzt erstmal zum Gewinner oder zur Gewinnerin von Grimms Manga, Teil 2. So, und da haben 7 Leutchen mitgemacht, ne, die auf meinem Rädchen stehen. Und da waren so ja mal 2, die noch nie auf meinem Rädchen standen. Der Alex Xiao und die Grimona. Obwohl, bei Grimona bin ich mir ja nicht so sicher. Gewonnen hat Grimona. Das ist ja ein Ding. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du hast gewonnen. Grimona, Grimms Märchen. Wenn das mal nicht, das ist ja fast wie Schicksal. Was sagt man noch zu Schicksal? Der Positive von Schicksal heißt nicht Zufall, Bestimmung. Das ist doch Bestimmung. Liebe Grimona, ich brauche deine Adresse. Die wolltest du mir eh schon in die letzten Kommentare geben. Aber bitte nicht in die Kommentare, sondern du weißt ja, wir sind überall verbunden. Ne? Instagram, Facebook, Twitter oder einfach hier unten ist die E-Mail-Adress auch verlinkt. Ne? Schick mir deine Adresse und ich schicke dir das Büchchen. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Zufall. An alle anderen, ich hoffe, Manga kommt nochmal was. Ich habe noch einen Manga tatsächlich in petto. Das heißt, irgendwann kommt wieder was. Jetzt kommen wir aber erstmal zum nächsten Gewinn. Zum nächsten, was ihr gewinnen könnt. Na, ihr wisst schon, ne? Und da haben wir diesmal ein Hörbuch. Und zwar, klassische Literatur mal, Jakob der Lügner. Ja, und Jakob der Lügner gibt es jetzt seit November 2016. Das erstmal als ungekürzte Lesung. Ne? Das sind 7 CDs mit 515 Minuten. Der Vorteil daran ist, was ich immer nicht so mag, sind diese MP3-CDs, wo dann 800 Minuten auf einer CD sind und wenn man Pause macht, muss man das nächste Mal ewig lange skippen, bis man wieder da ist. In dieser Box ist es so, dass man ne, so einzelne CDs hat, also 7 Stück davon. Und eine so im Schnitt immer um die 70 Minuten geht. Steht hinten auch immer nochmal drauf, ne? Und fand ich ganz cool, kann man sich echt mega gut einteilen. Manche fahren ja auch eine Stunde zur Arbeit oder so, ne? Oder eine halbe Stunde zur Arbeit und eine halbe Stunde zurück. Hat man auch so eine CD, wenn man noch ein CD-Dingsbums, ein Discman hat, meine ich. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr cool, mag ich total gerne so eine einzelnen CDs und nicht so eine mit so ganz viel lange. Und dieses Ding kostet 13,99 Euro die Box auf Amazon, gibt aber momentan, jetzt passt auf, das Angebot bei Audible, ne, im Probemonat könnt ihr das auch gratis hören oder ihr seid Mitglieder, dann könnt ihr das eh gratis hören und ich verlinke euch das hier unten mal, weil da jetzt nämlich auch eine Hörprobe, weil der Augustil, man musste ja beim Hören, ist ja auch mal ganz wichtig, dass man die Stimme mag. Und da hört ihr den Augustil, der das einspricht, ne? Also vorliest. Den kennt man unter anderem aus Inglourious Basterds. Ich kenne ihn nur davon. Andere kennen ihn vielleicht auch aus anderen Filmen. Ich habe mir die anderen Filme nicht gemerkt, weil ich die nicht kenne. Meine Güte. Jetzt haben wir das auch hinter uns gebracht. Ja, Jakob der Lügner. Klassiker, habe ich ja schon gesagt. 1969 war der Debütroman. Ist eine fast bisschen autobiografische Geschichte. Also es gab wirklich ihn. Das könnt ihr euch dann alle hier drinnen durchlesen. Ne? Bei Jakob der Lügner geht es darum, dass ne, Ghetto, Nazi-Zeit, 1944 schon so zum Schluss. Ne, und da ist der Jakob und der hat eine Nachricht aufgeschnappt und alle kriegen Hoffnung und jetzt wollen die alle neue Nachrichten. Und jetzt behauptet der Jakob, der hat ein Radio im Ghetto. Ja, und darum geht es in diesem Buch, ne, in dem Hörbuch. Es ist überhaupt nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt so eine ganz furchtbar schwere Geschichte. Hat aber auch seine sehr komischen und in diesem Zusammenhang skurrilen, lustigen Seiten. Ne? Kann man nicht anders sagen. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Das Hörspiel ist total gut. Was gibt es noch zu sagen? Es gab mal 2 Filme, ne? Den Klassikerfilm und dann 2000 kam ein Film mit Robin Williams, war ein voller Flop, kann ich mir ja nicht vorstellen, muss ich mir erstmal angucken. Dann gibt es ja keine Filme mit Robin Williams, die Flops sind. So, und jetzt lese ich hier hinten vor, damit wir endlich zur Gewinnspielfrage kommen können.
Die Geschichte des Juden Jakob Heim, der im Ghetto einer polnischen Stadt zum Lügner wird, um anderen Hoffnung zu schenken. Die Rote Armee ist nur noch wenige hundert Kilometer entfernt. Diese Meldung hat Jakob zufällig vernommen. Mit der Aussicht auf baldige Befreiung wird ein Morgen wieder vorstellbar. Deshalb will Jakob die frohe Botschaft mit seinen Mitgefangenen teilen. Damit sie ihm glauben, behauptet er, ein Radio zu besitzen. Weil die Ghettobewohner nun täglich mehr erfahren möchten, bleibt Jakob nichts anderes übrig, als weitere gute Nachrichten zu erfinden. Was eine Reihe tragisch-komischer Ereignisse provoziert. Genau. Und meine Frage dazu ist, woher bezieht Jakob angeblich seine Neuigkeiten? Das bitte alles bis zum 13.07. hier unten in die Kommentare. Um 0 Uhr ist dann Anmeldestopp. Ne? Wer bis dahin geschafft hat, kommt auf mein Losrädchen und kann nächste Woche ein Gewinner werden. Es ist wirklich absolut empfehlenswert, wenn auch ein Klassiker. Klassiker müssen das hier auch schaffen. So, und damit bleibt mir jetzt ja nichts anderes zu sagen, als dass ich euch allen eine wunderschöne Woche wünsche. Lasst euch gut gehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!